Das ist die Erklärung, warum der aktuelle Wochenschluss so wichtig für den Goldpreis sein wird. Ja, dann machen wir einen Plan für die nächsten Tage und Wochen. Und was das alles oder beziehungsweise diese aktuelle Goldrallye für die Aktienmärkte bedeuten kann, beziehungsweise was da möglicherweise Böses da heraufbeschworen wird, beziehungsweise uns da schwant, beziehungsweise den Aktientrader. So, in diesem Sinne herzlich willkommen zu einem neuen Morning Briefing von mir. Ja, wir gucken uns den aktuellen Goldpreis mal an, hier im Stundenchart. Der Handel mit Finanzprodukten, insbesondere mit gehebelten Produkten, ist natürlich mit erheblichen Risiken verbunden. Das könnt ihr euch dann hier einfach auf Pause drücken und euch das mal in Ruhe durchlesen. Die vollständige Risikowarnung findet ihr unter tradersmind.de/Risikowarnung. Bitte achtet darauf, alles, was ich hier sage in diesen Videos oder zeige, das ist keine Anlageberatung oder eine Empfehlung zum Handel. Das sind einfach meine Analysen, Techniken und Methoden, die einfach bloß eurer Information dienen und in keinster Weise eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von den Finanzinstrumenten darstellen, sondern nur meine persönliche Meinung. In diesem Sinne geht's jetzt weiter. Stundenchart. Vielleicht erinnert ihr euch noch, ich habe bereits im November, ich glaube es war November oder Anfang Dezember, ich weiß nicht, also irgendwie so Ende November, Anfang Dezember, als der Kurs sich hier in Richtung der Marke von 1780 Dollar begeben hat. Dort hatten wir schon mal über eine sehr, sehr wichtige oder beziehungsweise hier in Richtung der 1800er Marke, genau, da hatten wir über eine sehr, sehr wichtige Konstellation gesprochen. Und zwar hatten wir... Bitte entschuldigt, dass ich jetzt hier so weit rausgezoomt habe, aber das spielt jetzt, die einzelnen Kerzen spielen jetzt für diese Betrachtungsweise keine Rolle. Wir wollen jetzt das große ganze Bild uns angucken. Wir hatten hier im Anfang November diesen Jahres, hatten wir diesen großen Abverkauf im Gold. Ja, und dann hat sich hier so eine kleine Erholung gebildet. Und ich hatte damals schon gesagt, wenn wir hier von der Etablierung eines Abwärtstrends sprechen würden, ja, dann würde ich gerne, und da können wir auch mal ein bisschen ranzoomen in diesem Fall, dann würde ich gerne hier in diesem Erholungsmuster, hätte ich gerne eine Erholung bis hin zum 55er bzw. 61,8er Retracement gesehen, Fibonacci Retracement. Ja, das ist damals nicht passiert und ich hatte damals in den Analysen, das könnt ihr euch ja nochmal anschauen, hatte ich gesagt, wenn das passiert, wenn wir eben sehen, okay, diese vermeintliche Welle 1 und 2, ja, und diese vermeintliche Welle 2 geht eben nicht hier hoch bis zu diesem goldenen Schnitt, bis zu unserem Äquator 55,61,8. Wenn das passiert, dann werden wir wahrscheinlich nochmal eine deutliche Steigerung hin zu diesem Bereich sehen und das könnte wiederum diesen gesamten Abwärtstrend, der sich hier gerade versucht hatte zu etablieren, umkehren und wir kennen das alle beim Traden, nach falsch kommt schnell, beziehungsweise in den Märkten nach falsch kommt schnell. Das bedeutet, wenn wir hier eine Umkehr dieses Abwärtstrends sehen, beziehungsweise eine Nicht-Etablierung, eine Zerstörung dieses Abwärtstrendes, dann wird das Ganze wahrscheinlich in einem schönen Long-Trend, beziehungsweise einem Long-Impuls enden. Und das ist jetzt sehr, sehr spannend. Warum? Und da müssen wir jetzt mal ein bisschen den Bogen spannen zu den aktuellen Indizes. Nasdaq, S&P 500, DAX und so weiter und so fort. Sie rennen alle davon momentan. Sie klettern zu neuen Hochs, sie sind extrem stark. Das Interessante dabei ist, der Goldpreis auch. Ja, also so diesen sogenannten Safe-Haven-Effekt, diese eigentliche negative Korrelation zwischen Aktienindizes und Goldpreis, findet momentan nicht statt. Okay, es wird einfach gekauft, gekauft, gekauft. Gold wird gekauft und die Indizes. Und das ist eine sehr, sehr spannende Konstellation. Und das schauen wir uns jetzt hier im Detail nochmal an. Also unbedingt auch bis zum Schluss dranbleiben, denn wir wollen uns hier einen konkreten Plan erstellen, auf was wir jetzt achten. Wie gesagt, die interessanten Marken hier im Stundenchart, und das werde ich jetzt mal hier markieren, das ist der Bereich, über den hatten wir schon gesprochen, über den Äquator. Dann haben wir hier eine erste Barriere, die uns vielleicht heute oder morgen begegnen wird. Und dieser Bereich. Beziehungsweise können wir das alles ausdehnen, so auf diesen unteren. Ich erkläre gleich warum. So, ich gehe jetzt mal davon aus, nach dieser falsch kommt schnell Konstellation, okay, dass wir jetzt eine, wie soll ich sagen, dass wir jetzt erst eine weiter andauernde Rallye hier in diesem Bereich 1800, ich runde es mal auf hier, ich nehme hier mal die Mitte bei den 30 Retracements, also ungefähr 1892 Dollar. Dass wir bis dorthin erstmal eine Rallye sehen mit kleinen Unterbrechungen, klar, das gucken wir uns dann im 5-Minuten-Chart nochmal an. Und dann hier in Richtung der 1900, und dann nehme ich wieder einfach die Mitte, 1918 Dollar laufen.
Das ist so dieser erste Bewegungsimpuls, der sehr, sehr spannend wird. Noch spannender wird natürlich, wie schnell wir das schaffen. Denn wir sehen, dass uns hier von den Zeit-Fibonacci-Zonen das Zweier gleich erwartet. Also es wird ganz, ganz spannend, ob wir jetzt zum Wochenausklang morgen quasi oder im Laufe des heutigen Tages, der Nacht und dann im Verlaufe des morgigen Tages eine weitere Steigerung erst einmal nur bis 1891 Dollar sehen oder sogar bis zu diesem Äquator hier bis zum 55er bzw. 61,8er Retracement. Nichtsdestotrotz, es ist erstmal egal, ob wir bis hierhin laufen oder gleich bis hier, das ist mir letztendlich wurscht. Das peile ich auf jeden Fall jetzt erst einmal an. Interessant wird dann, was macht er danach? Denn ich würde mir wünschen, beziehungsweise wäre das so das übliche Prozedere in unserem Handelssystem, dass der Kurs sich quasi nochmal dann korrigiert in Richtung der Unterseite dieser damaligen Welle 1. Und diesen Bereich nochmal testet. Er kann meinetwegen auch hier irgendwo reinlaufen. Das ist mir letztendlich, ich versuche es gerade runterzuziehen, aber ich erwische die Spitze nicht. Wahnsinn. Wir machen einfach noch eins. Zack. Mir ist einfach egal, ob er hier irgendwie reinläuft, in diese Zone. Das ist für mich eine tote Zone, die ist mir völlig egal, solange er erst einmal nicht unter dieses Tief fällt, hier bei ungefähr 1765 oder 1760 Dollar. Wie gesagt, ich runde immer auf und ab. Das spielt jetzt hier im Stundenchart keine direkte Rolle. Ja, und dann, danach, wenn das passiert ist, wenn wir quasi jetzt diese Steigerung gesehen haben und dann eine Korrektur, dass quasi die Luft nochmal rausgelassen wird aus diesem etwas massiven bullischen Impuls, dann rechne ich damit, und das sind quasi so unsere Erfahrungswerte aus dem Handelssystem, dass wir in Richtung der 2000-Dollar-Marke bzw. 2030-Dollar-Marke hochlaufen. Vielleicht sogar noch höher, das schauen wir uns im Detail gleich nochmal an. Ja, also das ist so das aktuelle Prozedere. Ich bin momentan im Gold, was so den Stundenchart anbelangt, also das heißt mittelfristig extrem long eingestellt. Das Ganze hat, wie gesagt, das konnte man in den kleinen Timeframes jetzt auch ein bisschen short traden und so weiter. Aber hier im mittelfristigen Teil bin ich aktuell momentan wirklich sehr, sehr bullisch eingestellt. So, und das Ganze gucken wir uns jetzt nochmal im 4-Stunden-Chart an. Also hier wird es schon deutlich längerfristiger. Ja, also Daily, Wochen, Monatschart, das lass mal weg. Das spielt hier keine Rolle, weil wie will man das traden so von Stops her? Da hat man dann keine Positionsgröße mehr übrig. Wir gucken uns das aber hier im 4-Stunden-Chart an. Und hier haben wir eine ähnliche Situation. Wir hatten quasi eine, ich kann es mal hervorheben, Welle 1. Wir hatten eine Welle 2. Und wenn der Kurs jetzt hochläuft, ja, und wir hatten ja gesagt, die erste, müssen wir zurück switchen, die erste Barriere liegt hier so bei 1920 Dollar ungefähr. Also hier auch bei der 4-Stunden-Bewegung wäre das auch hier so der Äquator, wo es hinlaufen wird. Also wir haben eine schöne Korrelation zwischen Stundenchart und 4-Stunden-Chart, das bestätigt das Ganze. Und wenn wir hier dann beispielsweise diese Abwärtsbewegung brechen, dann wäre der nächste Schritt auch hier die 2042-Dollar-Marke. Also da überschneiden wir uns sehr, sehr schön im Stunden- und im H4-Chart. Wie gesagt, ich gehe momentan davon aus, dass wir das aufgrund des Stundencharts, dass wir das knacken könnten. Also dass sich diese leichte Korrekturphase, die wir jetzt seit August diesen Jahres sehen, ja, dann beenden könnte und der Kurs dann deutlich weiter ausbricht. Und das wäre dann wahrscheinlich hier auch noch nicht Schluss, ja. Also da könnte es dann durchaus nochmal weitergehen, beziehungsweise könnte sich dann ein Longtrend etablieren. Und jetzt kommen wir zu einem interessanten Punkt in Verbindung mit den aktuellen Indizes, dass die so rasen. Es gibt ja vermehrt Stimmen, die sagen, dass, dass uns nächstes Jahr aufgrund dieser ganzen dieses ganzen Trends, der sich hier jetzt trotz Corona etabliert hatte, dass hier vieles eingepreist war, viele Konjunkturhilfen und so weiter und so fort. Ich will jetzt nicht auf die Details eingehen, fundamental interessiert uns jetzt hier in dem Chart nicht ganz so sehr, aber dass wir oder dass viele Aktienhändler und Aktienmärkte im kommenden Jahr eine böse Überraschung erleben werden. Nicht wieder dieses übliche Crash-Szenario, dritter Weltkrieg, alles geht unter, das kennen wir von den etablierten Persönlichkeiten, das meine ich jetzt nicht, sondern dass wir einfach einer ordentlichen Korrektur gegenüberstehen. Muss man jetzt nicht herbeireden, aktuell steigt ja auch Aktienindizes und Gold, aber es ist schon so ein Vorzeichen, wo man sagt, das könnte nächstes Jahr dann ganz toll in die Hose gehen, wenn man sich dort nochmal großflächig an den neuen Hochpunkten in den Indizes engagiert. So, und jetzt gucken wir uns das Ganze aber nochmal im 5-Minuten-Chart an, also das heißt, wo können wir uns jetzt kurzfristig nochmal engagieren?
probieren. Und hier sehen wir auch, wir hatten quasi ein bearisches Muster in der jüngeren Vergangenheit. So, und das wurde geknackt. Und zwar ja, mit den, in den letzten zwei Tagen wird es ungefähr gewesen sein. Genau, also gestern und vorgestern haben wir das Ganze dann geknackt, insbesondere als wir hier durch diese Zone durchgebrochen sind. Haben auch einen Test gesehen, dieser Welle 2 oder des Hochpunkts der Welle 2, das hatten wir hier in dem Bereich gesehen, also einmal hier am in den Abendstunden von 15. und dann gestern in den frühen Abendstunden. Und dann hat sich das Ganze hier weiter in Richtung Norden entwickelt. So, und jetzt gucken wir uns mal an, was wo die nächste Stufe sein wird, beziehungsweise wo ich das erwarte. Ich mache es jetzt mal ganz grob. Also die erste Barriere wird uns wahrscheinlich hier im Bereich 1891 Dollar erwarten. Das ist jetzt so diese erste Zielmarke, die ich erwarte, wo der Kurs jetzt erstmal hinrennen sollte. Also alles so zwischen 1885 Dollar und 1891 Dollar. Switch in den Stundenchart zurück. Und da sehen wir schon, das wäre hier unsere 30er-Barriere, die wir jetzt als erste Barriere im Stundenchart definiert haben. Und das wird wahrscheinlich so dieser Wochenabschluss sein. Wäre interessant, wenn wir das heute schon sehen, beziehungsweise in der Nacht. Dann könnten wir morgen vielleicht sogar noch weiterlaufen. Und zwar wäre dann die nächste Zone diese 1938 Dollar Switch in die in den Stundenchart. Und da wären wir knapp über dieser Barriere, über diese Äquatorzone aus dem Stundenchart. Also dort, wo wir letztendlich hinwollen. Das heißt, jetzt zum Wochenabschluss erwarte ich auf jeden Fall, dass wir in Richtung der, natürlich meine persönliche Meinung, dass wir in Richtung der 1890 Dollar hochlaufen und vielleicht sogar es diese Woche noch schaffen, mit einem ordentlichen Impuls in Richtung 1920 Dollar zu laufen, ansonsten dann kommende Woche. Ja, wie können wir uns jetzt hier noch wie können wir hier noch einsteigen, beziehungsweise wo gibt es hier die interessanten Kursbereiche zu finden? Natürlich würden wir hier einfach standardmäßig vorgehen und einfach nach ein paar Korrekturbereichen gucken, also einfach das Fibonacci mitziehen. Das hat ganz gut funktioniert. Wir sehen hier bei der ersten, wenn es jetzt immer mitgezogen hat, bis er letztendlich die 30er, die 30er Retracements getestet hat. Ansonsten einfach mitziehen und dann gucken, wo die Reise hingeht. Also letztendlich, ob er hier das erreicht und dann das Fibo mitziehen. Also ich würde immer einfach auf die 30er oder 21er, 30er und den Äquator warten, bis er dort hin korrigiert und dann entsprechend des eigenen Risikoprofils nochmal die Position dann aufbauen in Richtung Norden. Ja, das wäre so der aktuelle Plan. Ich würde mich jetzt nicht hier an irgendwelchen Hochs und Tiefs aufhalten. Dafür war es einfach zu unbequem, dafür war es zu hubbelig. Ich würde hier einfach, dass man stabile Kursbereiche hat, an denen man sich orientieren kann, würde ich hier einfach mit den Fibonaccis arbeiten, gucken, ob die Kurse dort das ordentlich testen und sich dann irgendwie reinbasteln. Ich glaube nicht, dass es jetzt hier auf den einen oder anderen Dollar ankommt, ob man da jetzt höher oder tiefer eingestiegen ist. Ich denke, der Impuls ist da und das wird auf jeden Fall jetzt ein wilder Ritt. In diesem Sinne, vergesst bitte nicht, ich habe unten gleich mal noch verlinkt, beziehungsweise unter dem Video oder im Text, müssen wir mal gucken, habe ich ein kurzes Seminar, geht ungefähr eine Stunde, verlinkt, bisschen mehr als eine Stunde, die Nahrungskette der Handelssignale, beziehungsweise auch die Mindset-Geheimnisformel, also zwei kostenfreie Seminare, wo ihr einfach nochmal gucken könnt, okay, was wenden wir hier an, wie können wir uns im Chart orientieren, beziehungsweise wie kriege ich meine Psyche als Trader so in den Griff, dass ich, bevor ich das nächste Mal quasi wieder viel Geld und Zeit verliere. Dazu seid ihr herzlich eingeladen. In diesem Sinne wünsche ich euch einen guten Start in den neuen Handelstag und wir hören uns im nächsten Briefing wieder. Bis dahin alles Gute und tschüss, euer Peter Seidel.